Hallöchen, meine lieben Zuschauer, zu einer Folge von So gut wird. Heute sind wir in Kroatien unterwegs, perspektivisch in der Realität zumindest in Deutschland beim FC Augsburg. Die Rede ist von Dion Drena Beljo, den sich der FCA ja erst vor kurzem, vor ein paar Tagen verpflichtet hat. Ich weiß gar nicht, die Summe ist, glaube ich, 3-4 Millionen Euro, also schon relativ tagesaktuell. Ein sehr groß gewachsener Stürmer mit 1,95, der für mich schon ein richtiger Stoßstürmer, also ein richtiger Brecher vorne ist, ein Zielspieler, je nachdem. Hier steht zwar noch die Position als Rechtsaußen, vielleicht auch als Linksaußen, von den Fähigkeiten eher schon, wobei der ein bisschen zu langsam ist. Also ich sehe seine Stärken auf jeden Fall vorne komplett im Sturm. Ja, im physischen Bereich eine gute Sprunghöhe gepaart mit der Größe und der Kopfballtechnik macht ihn natürlich einen sehr, sehr guten Kopfballspieler. Hat eine ordentliche Schnelligkeit auch für seine Größe, ist kräftig, ist fit. Auch die anderen Fähigkeiten auf einem sehr guten Niveau, im mentalen Bereich auch alles ist super. Ja, nur die Führungsqualitäten, sein Stellungsspiel sind schwächer als 11. Also das ist schon sehr, sehr ordentlich, ohne Ball sehr stark. Er ist nervenstark, was wichtig ist natürlich als Stürmer. Kann gut im Team arbeiten, also für mich noch ein interessanterer Zielspieler. Ist einigermaßen zielstrebig, gute Aggressivität, antizipiert gut, ist konzentriert, trifft gute Entscheidungen, hat viel Flair, was auch sehr interessant ist. Im technischen Bereich ist gut im Dribbling, hat ein gutes Passspiel, ist technisch ganz gut, Übersicht gut, Flair gut. Also auch als Spielmacher könnte man sogar einsetzen, vielleicht sogar als Schattenstürmer in meinen Augen. Hat einen sehr, sehr guten Abschluss, auch die Weitschüsse sind in Ordnung. Also wirklich schon in jungen Jahren sehr, sehr stark. Und hier ohne Update natürlich wechselt er noch nicht zum FCA, also wäre auf jeden Fall noch zu holen, direkt zu Beginn. Und auch der Marktwert ist natürlich sehr vielversprechend. Also Dion Drena Beljo, Spieler, den würde ich auf jeden Fall holen. Scheint perspektivisch auch ein sehr, sehr interessanter Bursche zu sein. Wie er mit 30 Jahren aussehen wird und wie interessant er insgesamt sein wird, sehen wir jetzt. Also ich muss sagen, das hätte ich nicht erwartet. Klar, ihr seht jetzt unten links die Tabelle, wie krass er sich entwickelt hat. Im Schnitt um 1,98 Punkte, aber auch PSG allein. Ja, man sieht, er spielt bei PSG, ist da mindestens Rotationsspieler, verdient 12 Millionen Euro, hat einen krassen Marktwert. Also ja, der Bursche hat sich krass entwickelt. Im physischen Bereich nochmal um 3 Punkte. Die Sprung her sogar bei 18 plus die Kopfballtechnik und 2 Punkte besser geworden. Also der ist jetzt wirklich ein sehr, sehr krasser Kopfballspieler. Ist sehr beweglich und das trotz seiner Größe. Eine gute Balance. Ist auch krass schnell geworden. Antritt von 16 um 5 Punkte besser geworden. Die Schnelligkeit ist gut. Also jetzt könnte man ihn sogar wirklich noch als Flügelspieler einsetzen, als Inversen zum Beispiel. Ein richtig krasser Inverser, Flügelspieler, Flügelstürmer, der zwar nicht flanken kann, aber trotzdem guten Abschluss hat. Ja, auch sehr gute Weitschüsse, jetzt auch um 2 Punkte besser geworden. Sein Flair ist nochmal einen Punkt gestiegen. Ja, allgemein im technischen, im mentalen Bereich mit Übersicht um 4 Punkte. Sein Stellungsspiel ist defensiv auch besser geworden. Die Nervenstärke um 3, super, super wichtig. Auch ohne Ball noch gut geworden. Ein bisschen konzentrierter trifft, ein bisschen bessere Entscheidungen. Die Einsatzfreude ist gestiegen, antizipiert um 2 Punkte besser. Auch im technischen Bereich bei den Elfmetern um 2 Punkte besser geworden. Gepaart natürlich mit der Nervenstärke und einem besseren Abschluss macht ihn zu einem sehr, sehr guten Elfmeterschützen. Eine sehr, sehr gute Ballannahme mittlerweile. Ja, auch hier noch ein bisschen Technik besser geworden. Flanken insgesamt auch um 3 Punkte, also das darf man auch nicht unterschlagen. Also der Bursche auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und in der zweiten Saison hat der FC Porto nur 4,9 Millionen Euro ausgegeben für Beljo. Also Leute, holt ihn euch ganz im Ernst, ne? In der Rückrunde der zweiten Saison sogar, genau. In der Winterpause 23, 24 in etwa. Also ihr müsst ihn euch holen, auf jeden Fall. Ihr seht, direkt zu Beginn spielt er selbst bei Porto. Ja, ist ein Wechselspieler, danach war der Stammspieler und danach für 77 Millionen Euro zu PSG gewechselt. Unfassbar, Leute. Also Dion Drena Beljo natürlich auch Stammspieler, wahrscheinlich in Kroatien mit einer guten Torquote. Ja, einer der interessantesten Spieler in meinen Augen im ganzen Format. Holt ihn euch auf jeden Fall. Kann ich euch nur ans Herz legen. Und ihr seht ja selbst, ne? Ich laber nicht nur. Es stimmt einfach. Er ist einfach richtig, richtig gut. So, das war's dann mit der heutigen Folge. Wie immer, schreibt gerne in die Kommentare, wen ihr sonst machen soll. Ich habe, wie gesagt, über 20, 30 Spieler stand jetzt auf meiner Warteliste. Also es kann immer dauern, bis euer Vorschlag kommt. Aber es kommt wirklich jeder Spieler. Und morgen geht's dann weiter mit Theo Zidane, einer der Söhne vom großartigen Zinedine Zidane. Seid gespannt. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao, tschüss, euer Dento.